Wie weit sollte man eigentlich ausholen? Ist es besser, einen kurzen, kompakten Rückschwung zu haben? Oder sollte man sich richtig aufdrehen, um viel Power zu generieren? Wenn du in der Lage bist, dich voll aufzudrehen, Spannung dabei aufzubauen, ohne dass du deinen Wirbelsäulewinkel änderst, wenn deine Hüfte flexibel genug sind, und es ist wichtig, dass die Hüfte sich drehen, damit der Oberkörper sich drehen kann. Wenn ich steif in der Hüfte bin, ist das Feierabend. Ab jetzt muss ich das tun oder das tun. So, wenn die Flexibilität da ist, dann auf jeden Fall nütze die Gelegenheit, dich gut aufzudrehen. Mit lockeren Armen, lockere Handgelenke. Der linke Arm muss nicht steif sein. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Wenn aber Hüfte steif sind, wenn du merkst, nach einem gewissen Punkt gibt es Unstabilität im Kopfbereich, dann ist ein kurzer Rückschwung viel, viel besser. Du wirst von hier den Ball genauso weit schlagen wie von da. Das wird dir viel bringen. Da musst du nur deinen Schwung aufnehmen und schauen, wie es ist. Wie mache ich das? Ich bewege meine Hüfte sehr viel beim Ausholen. Ich lasse meine Ferse hochkommen und dadurch kann ich meine Schulter auch viel drehen. Ich bleibe in der Achse. So, ich hole ziemlich weit aus. Aber ich weiß, dass ich immer noch den Ball mittig treffen kann, wenn ich das tue. So, schaue auf meine Wirbelsäulewinkel, was da passiert. Aber mir hilft es wirklich sehr. Ich kann so viel mehr Power generieren. Und was ein Plus ist, wenn ich weit aushole, habe ich mehr Zeit, den Rest, den Abschwung zu timen. Das ist Yeah, starte, Beinstrecke und release. Aber wenig ausholen ist auf jeden Fall auch für viele, viele Golfer sehr, sehr gut, vor allem für Männer. Da würde ich einfach den Trainer, den eigenen Trainer fragen, was ist am besten für mich? Aber beides geht. Ich hoffe, dass ich diese Frage mit diesem Video gut beantworten konnte für dich. Und ich sage, viel Spaß beim Golfen. Ich bin hier in dem wunderschönen Plettenberg Bay. Tschüss.